kleiner Fruki. Danke, dass du für mich Fruki sittest, Bartleby. Ich bin super aufgeregt über meine Stepptanzprobe heute. Jetzt hilfst du Fruki beim Einschlafen und ich werde mich fertig machen. Kein Problem, Griselda. Du weißt, wie sehr ich Fischpustis liebe. Ich meine Frukilein hier. Und sobald unser kleiner Fruki müde wird, nimm dir sehr gerne ein paar Fischpustis. Okay. Husch, kleiner Fruki, schlaf schnell ein. Papa stellt nur kurz den... Wirklich? Bringt das Klingeln dich zum Bellen. Dann ließ ich dir eine... Bubagnellen! Wie kommst du da rein? Ich lass nicht zu, dass er dich frisst, während du ganz friedlich schläfst. Und wenn dich das zum Schnarchen bringt, schleiche ich mich zur Tür geschwind. Wenn der viele Lärm dich weckt, streichle ich dir alle Sorgen weg. Ich hoff, das Streicheln bringt dir Ruhe, denn Griselda kommt und zeigt ihre Steppschuhe. Fruki schläft noch gar nicht. Ernsthaft? Ich weiß, die Schuhe sind echt gemein. Drum schalte ich dir auch dein Schlaflicht ein. Und brennt das Licht dir viel zu hell, dann probier ich etwas Neues schnell. Ich schaukle deine Sorgen weg und Bartleby bekommt jetzt seinen Snack. Das kann doch nicht wahr sein.